Wenn man den heutigen Handelstag zusammenfassen müsste, wollte, dann könnte man sagen, Wall Street ganz leicht positiv, aber kaum, DAX leicht negativ, aber auch nicht schlimm. Auffallend besonders die Schwäche des Dollars und die Stärke der Edelmetalle. Eigentlich ein Tag, wo wahnsinnig wenig Volumen an den Aktienmärkten ist, wo nicht gerade der Bär steppt, aber mir ist heute etwas ins Auge gefallen, das eigentlich alles auf den Punkt bringt, nämlich die dreiste Lüge der Fed, so kann man es wohl formulieren, so muss man es wohl formulieren, nämlich die Lüge von dieser Dame, die Sie hier sehen. Das ist Loretta Mester, eigentlich jetzt nicht die unvernünftigste Notenbankerin auf diesem Planeten, die auf die Frage, ob die Aktienmärkte denn wegen der Liquiditätsflutung der Fed gestiegen seien, gesagt hat, I don't feel right now that we are engendering an asset bubble. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir praktisch hier eine Asset-Blase aufpumpen. Ich glaube, wir unterstützen die Wirtschaft und wir machen alles, damit wir das Funktionieren der Märkte garantieren. Naja, also mit den Märkten ist das so eine Sache durch die finanzielle Repression der Notenbanken, die praktisch alles unterbindet, wo irgendwo noch Zinsen zu verdienen sind, Renditen zu machen sind, werden die Anleger ja geradezu zu einem Herdenlauf gezwungen, sodass man von freien Märkten ja gar nicht mehr sprechen kann, von Märkten, die durch wirkliches Angebot und wirkliche Nachfrage bestimmt sind, wo Chance-Risiko-Abwägungen sind. Wir sehen das etwa im High-Yield-Markt, also bei Junk-Bonds, deren Renditen so niedrig sind, obwohl die Ausfallrisiken gigantisch sind. Daran sieht man ja schon, dass eigentlich die Fed und andere Notenbanken diese Märkte eher kaputt machen, zerstören, weil alle sozusagen irgendwie Rendite brauchen und dann auch den letzten Dreck kaufen, wenn es Rendite bringt. Das ist der Fall. Also von daher schon mal eine doch ziemliche dreiste Angelegenheit, diese Aussage, aber es kommt noch besser. Und dann sagt sie, ja, ich kann verstehen, dass diese Liquidität der Fed hier dazu beigetragen hat, dass die Preise hier so ein bisschen gestiegen sind. Das könnte ja schon sein, aber die Aktienmärkte, die sind gestiegen, weil sie eine bestimmte Erwartung an die Wirtschaft haben. Das ist ja wirklich der allergrößte Witz, den man in dieser Woche oder in diesem Monat gehört hat, dass die Aktienmärkte mit der Realwirtschaft so ziemlich gar nichts zu tun haben. Das scheint völlig klar und das versuche ich mal anhand ein paar Grafiken zu zeigen. So hat zum Beispiel auch ein ehemaliger Notenbanker, nämlich Dennis Lockhart von der Atlanta Fed, heute gesagt oder heute davor gewarnt, dass die US-Wirtschaft einen Double Dip erleiden könnte, also praktisch nochmal zurückfällt, nachdem sie sich erholt, nach diesem historischen Desaster des zweiten Quartals, wo die Wirtschaft ja um 31% abgestürzt ist. Jedenfalls sagt Lockhart hier, es ist durchaus möglich, dass wir hier nochmal abstürzen, vor allem angesichts der Situation am Arbeitsmarkt. Gestern ja die Erstanträge wieder über 1 Million, also der Arbeitsmarkt, der kommt nicht so richtig in Schwung. Jedenfalls scheint man hier, wenn man außerhalb der Fed ist, wenn man also nicht mehr im Dienst ist, als eher ein ehemaliger Notenbanker durchaus in der Lage zu sein, Klartext zu sprechen, so wie das Alan Greenspan ja auch gemacht hat, der, als er raus war aus der Fed, als er nicht mehr Fed-Chef war, dann wirklich auch mal Dinge auf den Punkt gebracht hat, die Wahrheit gesagt hat, die er vorher als Notenbankchef auch nicht immer gesagt hat oder sagen konnte. Jedenfalls sehen wir, dass die Fed maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Relation zwischen Marktkapitalisierung der Aktienmärkte und dem US-BIP jetzt bei 183,3% steht. Absolutes historisches Hoch hat es noch nie gegeben und wir sehen, dass das sicherlich unglaublich viel mit den Gewinnen der Unternehmen zu tun haben, denn wir sehen, dass diese Gewinne eigentlich seit 2015 nicht steigen, sondern tendenziell fallen. Klar gibt es einzelne Firmen, bei denen die Gewinne stark steigen, außer einer Apple jetzt mal, aber sagen wir mal eine Amazon oder keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da Firmen wie Salesforce vielleicht, bei denen das der Fall ist, aber bei der Mehrheit ist das nicht der Fall, auch bei der Mehrheit der Nasdaq-Unternehmen. Jedenfalls ist das also nicht eine Frage der Gewinne, die jetzt sozusagen steigen, sondern eine Frage der Liquidität, dass die Märkte steigen und nichts anderes, und das abzustreiten halte ich für wirklich dreist, und man kann annehmen, dass Loretta Mester und andere bei der Fed ja nicht dumm sind und das natürlich wissen, dass das nichts mit der Wirtschaft zu tun hat, sondern nur mit ihrer eigenen Politik. Und jetzt jedenfalls sind wir in der Situation, dass die US-Aktienmärkte
so teuer sind wie seit 1921 bzw. Juni 1999 nicht mehr, also am drittteuersten. Wir waren Dezember 1921, jetzt auch schon ein paar Tage her, waren wir noch etwas teurer und wir waren im Juni 1999, also auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase, waren wir noch ein bisschen teurer als jetzt. Aber vielleicht schaffen wir diesen Rekord auch noch. Und das liegt natürlich vor allem an den Tech-Aktien. Hier mal eine interessante Grafik, wie ich finde, wenn der S&P 500 nur aus dem Tech-Sektor bestehen würde, dann stünde der Leitindex S&P 500 jetzt bei 4.322 Punkten. Würde er nur bestehen aus Banken und Energiewerten, dann stünde er bei 2.043 Punkten, also bei weniger als der Hälfte. Wir sehen also hier diese Tech-Dominanz, die Dominanz der großen Firmen insgesamt. Und hier sieht man mal die Performance seit Jahresbeginn zwischen großen Firmen und kleineren Firmen. Da sehen wir die großen Firmen, die sind 11,3% im Plus, während die kleinen Firmen minus 15% auf der Uhr haben. Also man kann vielleicht als Faustregel sogar sagen, je größer eine Firma, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien dieser Firma gut laufen. Und je kleiner eine Firma, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien dieser Firma gut laufen. Insgesamt sehen wir jetzt im August, der ja noch ein bisschen andauert, nicht allzu lange, aber ein bisschen schon noch. Da sehen wir, dass wir jetzt an 83% der Handelstage positiv waren. Das gab es eigentlich seit den 1990er Jahren nicht mehr. Diese Statistik geht nur zurück bis zum Jahr 1993, nicht länger. Müsste man mal sehen, wann es zuletzt einen solchen Wert gegeben hat. Und hier eine schöne Grafik, ein schönes Bild, ein Comic, der hier zeigt, wie lange glaubst du, kann das gut gehen, fragt der eine den anderen. Und dann sagt der andere, der gerade den Bullenmarkt mit frischen Geldscheinen füttert und mit Stimulus, sagt, naja, solange das Geld nicht ausgeht, das ist vielleicht ein Comic, der das Ganze ziemlich auf den Punkt bringt. Derzeit allerdings stagniert die Fed-Bilanzsumme mehr oder weniger, so knapp unter 7 Billionen Dollar, schlichtweg, weil diese Währungsswaps, die die Fed mit anderen Notenbanken vereinbart hat, doch deutlich zurückgehen, eben weil es keine Dollarknappheit mehr gibt. Das war ja sozusagen ein großes Thema auch im Rahmen der Corona-Krise oder im März, als es praktisch bei anderen eine Dollarknappheit gab. Jetzt sehen wir, dass das vorbei ist. Dadurch wächst die Bilanzsumme nicht mehr. Die Bilanzsumme der EZB und anderer Notenbanken steigt allerdings weiter. Und abschließend vielleicht noch nach Deutschland. Heute ein Bericht der Zeit. Wirecard soll mit 2,8 Milliarden Dollar überschuldet gewesen sein. Man hatte insgesamt 50 Firmen in diesem Wirecard-Konglomerat, kann man sagen. Die allermeisten haben praktisch null Geld verdient. Wirecard selber hatte jetzt zuletzt 26 Millionen Euro auf dem Konto, aber 2,8 Milliarden Schulden und macht seit Jahren Verluste. Das ist ein wirklicher Witz. Auch als man in den DAX kam, hat man schon Verluste geschrieben. Hat natürlich keiner gewusst, bis auf die Verantwortlichen. Aber es zeigt, dass dieser Scam, dass dieser Betrug immer größer wird. Auch hier eine gewisse Dreistigkeit, die doch erstaunlich ist. Schauen wir abschließend nochmal in die Charts, meine Damen und Herren, von Capital.com. Und wir sehen hier den DAX auf 4-Stunden-Basis, alle Charts auf 4-Stunden-Basis. Der DAX kommt heute nicht so richtig vom Fleck, leichte Abgaben, nicht besonders viel. Wir sehen den S&P 500, der sich da in Richtung der 3.500er-Marke hält, ohne jetzt wirklich deutlich nach oben zu laufen. Wir sehen den Dollar schwächer, ich hatte es heute schon gesagt. Vor allem Dollar-Yen unter Druck heute, weil der Yen eben besonders stark ist nach dem angekündigten Rücktritt von Ministerpräsident Abe. Wir sehen hier den Euro jetzt immerhin über der 1,19er Marke wieder. Das könnte bald ein Mehrmonatshoch werden, wenn die Gemeinschaftswährung weiter steigt. Und wir sehen hier, Gold geht jetzt auch wieder nach oben. Klar, die Fed hatte klar gemacht, dass sie die Zinsen nicht anheben wird, auch wenn die Inflation ein bisschen stärker steigt. Das ist natürlich eigentlich eine Steilvorlage. Wie kann man überhaupt die Zinsen anheben bei dieser Verschuldung? Das ist eine ganz andere Frage. Die Zinsen werden wohl auf Jahre nicht mehr angehoben. Was aber, wenn dann möglicherweise irgendwie dann doch mal die Inflation anspringt? Derzeit sieht es nicht aus, zumindest nicht die offizielle Inflation, die in den Verbraucherpreisen gemessen wird. Inflation weitergefasst, nehme ich als Entwertung von Geld, haben wir ja schon länger. Bei den Aktienmärkten ist das sichtbar.
da müsste man immer länger arbeiten, um einen S&P 500 zu kaufen, oder eben auch bei Immobilien ist das sichtbar. Das wissen wir ja alle. Also man kann die Wahrheit leugnen, man kann die Faktizität der Schlacht von Stalingrad bestreiten. Die Frage ist nur, ist das besonders hilfreich? Die Fed bestreitet, dass ihre Politik, ihre Liquidität mit dem Anstieg der Aktienmärkte viel zu tun hat. Das finde ich persönlich dreist, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Herrschaften natürlich wissen, warum die Aktienmärkte steigen. Und die Frage ist, wie kriegt man irgendwie diese Kuh vom Eis? Entweder die Aktienmärkte brechen zusammen, dann würde der Konsum in den USA zusammenbrechen und das wäre ein riesiges Drama. Also entscheidet man sich sozusagen für die Blase und sagt, okay, wir leugnen erstmal, dass es eine Blase ist, sondern es ist eben, weil die Wirtschaft so toll ist, und entscheiden uns also für die Cholera und gegen die Pest. Denn eine solche Aufblähung von Bewertungen, die ist natürlich nicht ungefährlich auf Dauer. Da kann auch mal einiges schief gehen. Jetzt wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende, meine Damen und Herren, und hoffe, wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Ich sage Servus und Tschüss.